Frage trotzdem, denn man kann nicht oft genug fragen. Das sind die Kleinigkeiten. Ich denke, man kann aus dieser Pandemie eines lernen, näher zusammenzurücken, Nächstenliebe ohne religiös zu sein, zu praktizieren und sich darum zu kümmern, beziehungsweise um sein Umfeld und Freunde. Ein kleines Danke, ein kleines Bitte, ein kleines Hey, wie geht's dir? Oder hey, kann ich etwas für dich tun? Es kostet nichts, es tut auch nicht weh und man hilft seinem Gegenüber umso mehr. Deswegen für alle, die vorher da waren, ich erzähle die Geschichte nochmal. Für die, die nicht dabei waren. Danke. Aber zwei Shows in einem Tag, das ist schon Rock'n'Roll, Freunde. Aber ihr macht es uns, ehrlich gesagt, ihr macht es uns richtig leicht gerade. Es ist eine mega Stimmung. Jeder war schon in einer Beziehung, die zu Ende ging. Oder? Mit Sicherheit. Und dann gibt es diesen einen Punkt. Stefan, das klingt wie so ein Horrorfilm dran. Also, du hast recht. Und dann macht es groß. Ich darf ich bitte mal einen Applaus. Chucky, was gibt's noch? Ich bin doch der Kuscheltiere. Lass dich sagen. Oh, das ist Halloween, ne? Halloween. Halloween war das. Doch Mike Myers. Aber lasst euch sagen, das Ende dieser Beziehung war auch sowas wie ein Horrorfilm. Jedenfalls, nein, es war nicht meine Ehe. Für wer auch immer das heute Abend schreiben will, für die Presse. Nein, es war eine andere Beziehung. Es war eine andere Beziehung. Und jedenfalls, ihr kennt das mit Sicherheit, das Gefühl, es passt nicht mehr so ganz. Und ich komme schon drüber, das ist vielleicht besser so. Das ist besser so. Ich bin stark, ich bin cool, ich habe eine enge Hose an und etwas bequeme Stiefel. Ich bin cool, ich kann das. Aber da kommt irgendwann mal der Tag, wo der eine oder die andere einen oder eine neue Partnerin oder Partner hat. Egal wie viel ich gendern kann, gell? Und dann stellt man fest, nein, ich bin doch nicht so cool. So Stiefel kann sich schnell ablaufen. Eine Hose kriegt Risse. Die Seele hat Narben. Und das Ego ist manchmal einfach nur ein bellender Hund, den man einfach nur. Es war ein Alter, der irgendwann war wohl. Du bist ein gutes Herz. Weil ich eigentlich, du wirklich bist, könnte erinnerst es dich. Nur ein Gesicht lässt es so verdammt hart, wenn er neben dir liegt. Nicht ich, das was schon mal war, komm ich nie mehr zurück. Wenn du lachst, werd ich nicht mal dir stehen. Yeah.
ist jetzt leer, Bilder verstaut. Zurück zu dir.